Ein herzliches Willkommen zurück. Der nächste Teil von The Longest Journey. Wir haben in der letzten Folge drei Geschichten schon gehört. Eine Geschichte fehlt uns noch zur Erfüllung der Aufgabe der Wache am Tempeleingang. Und ich hoffe, jetzt von ihm hier erfahren wir die letzte Geschichte. Lehnen wir uns zurück. Na, oh. Ach ja, richtig, das, genau. Also, Isam, das ist doch dein Name, oder nicht? Ja, Isam von Tama'a. Ein gut aussehender Typ wie du hat doch bestimmt Erfolg bei den Frauen. Flirtest du etwa mit mir? Ich? Nein, Flügel sind nichts für mich. Ich hab nur überlegt. Vielleicht hast du ja jemand Besonderen im Auge. Ich bin Junggeselle. Die Frauen von Tama'a sind abweisend und unfreundlich. Wenn ich versuche, sie anzusprechen, beachten sie mich nicht. Oh, Nema auch? Nema? Nein, sie ist doch viel zu schön für mich. Ihr wäre meine Aufmerksamkeit nur unangenehm. Das ist ja wie auf der Penne. Vertrau mir, Isam. Sprich in den nächsten Tagen mit ihr. Ich bin sicher, dass ihr viele Gemeinsamkeiten habt. Sei einfach nur du, okay? Glaubst du wirklich? Vielleicht hast du recht. Ich werde tun, wie du sagst, Windbringer. Vielen Dank. Die Windbringerin, bitte. Penne, damit war die Schule gemeint. Kennst du eine der vier Geschichten über die Winde, die Sterne, das Meer und die Heimkehr? Ich kenne nur die Geschichte der Winde, Windbringer. Möchtest du sie hören? Sehr gern. Dann werde ich sie erzählen. Es ist die Geschichte der Winde. Meine Geschichte und ich erzähle sie mit meinen eigenen Worten, wie sie mir von meinem Lehrer erzählt wurde. Warum? Im Dorf Kar'an, im Gebirge der großen Winde, lebte eine junge Alazierin namens Juana. Juanas Leidenschaft hob sie von allen anderen ab. Sie wollte höher und weiter aufsteigen als alle anderen. Und obwohl ihre Flügel nicht breiter und ihr Körper nicht schlanker als die der anderen war, verfolgte sie ihr Ziel unermüdlich. Und mit der Zeit konnte sie immer höher und weiter fliegen. Höher und weiter als alle anderen jungen Alazier in ihrem Dorf. Sie wurde unter den Völkern der Berge des großen Windes berühmt. Aber Juana war immer noch nicht zufrieden. Sie war unzufrieden, weil sie in ihrer Eitelkeit, obwohl sie die beste Fliegerin weit und breit war, immer noch dachte, sie sei nicht gut genug. Sie wollte besser als alle anderen sein, damit man sich für alle Zeiten an sie als beste Fliegerin unter den Alaziern erinnern würde. Eines Tages beschloss Juana, den Gipfel des Bergs Bagta'ana, den Turm des Lichts, zu erklimmen, um sich aus dessen schwindelnden Höhen zum Ende der Welt hinaufzuschwingen. Ihre Freunde und Familie flehten sie an, es nicht zu tun. Jeder Alazier wusste um die Gefahren in diesen Höhen, in denen die Luft dünn ist und die Winde trügerisch sind. Aber Juana wollte nicht hören, und an einem kalten, klaren Morgen erklomm sie den Turm des Lichts, hinauf zu den Felsen bis in das ewige Eis. Von dort konnte sie das Ende der Welt sehen. Es trieb ihr die Tränen in die Augen, zu wissen, dass sie endlich besser sein konnte als alle Alazier vor ihr. Und Juana spreizte die Flügel und schwang sich vom Berg empor. Alle, die sie von unten aus beobachteten, erzählten später, dass Juana sich höher und immer höher schwang als alle Alazier vor ihr. Aber dann wurde sie von den trügerischen Winden erfasst. Die Strömung der dünnen Luft riss ab und sie stürzte in den Felsen am Fuß der Berge in den Tod. In ihrer Eitelkeit hatte Juana nicht über ihren Ehrgeiz hinausgesehen. Denn Eitelkeit kommt immer vor dem Fall. Das war die Geschichte der Winde, meine Geschichte. Ich habe sie mit meinen Worten erzählt, wie sie mir von meinem Lehrer erzählt wurde. Ja, wissen wir. Warum erzählt er uns das immer zweimal? Warum erzählen das überhaupt uns alle? Das ist unglaublich. So, es war eine sehr kurze, sehr erfrischend kurze Geschichte. Und das heißt, wir haben jetzt alle vier Geschichten, die des Windes, der Sterne, des Meeres und der Heimkehr. Und jetzt bin ich gespannt auf seine Fragen. Ach schön, wir können auch von da hoch. Halt! Wer will die Erzählerin besuchen? Ich immer noch. Bist du bereit für die Fragen? Ja. Her damit. Ja, stell mir die Fragen. Zur Geschichte der Winde. Jo.
Von welchem Berg fiel Juana bei ihrem gescheiterten Versuch, höher und weiter zu fliegen als jeder andere vor ihr? Mount Buck, hast du nicht gesehen? Ja, da. Mount Everest. Okay, also ich glaube, wenigstens hier hat man es dem Spieler dann einfach gemacht. Wir haben zwei Antwortmöglichkeiten. Eine davon ist ziemlich weit hergeholt und die andere ist dann eher das Naheliegendste. Also vom Mount Everest ist, glaube ich, sehr weit hergeholt. Vom Mount Bagdaana, dem Turm des Lichts? Das ist richtig. Zur Geschichte der Sterne. Was sah Monaa am Himmel, das ihr half, den Heimweg zu finden? Oh Gott. Sterne, ein Flugzeug, die Geister der fünf Erzähler, das kann ich nicht sagen. Also, das Flugzeug nicht, das letzte auch nicht, Sterne, also bleibt nur noch die Geister der fünf Erzähler. Und ich meine, das waren die auch. Die Geister der fünf Erzähler. Das ist richtig. Ja. Zur Geschichte des Meeres. Gegen welches Ungeheuer kämpfte der Verlorene, um das heilige Juwel zurückzuerobern? Octavo. Da, ich hab's noch. Einen Beißer, einen im Meerum. Den Octavo. Das ist richtig. Meine letzte Frage an dich lautet: Was erhielt Moran in der Geschichte der Heimkehr vom Erzähler, als er von seiner Pilgerfahrt zurückkam? Einen zerbrochenen Topf. Einen zerbrochenen Topf, um ihm beizubringen, dass während der Abwesenheit ein Herz zerbrechen kann. Eine Willkommensparty, ein Kuss. Tut mir leid, das weiß ich nicht. Einen zerbrochenen Topf, um ihm beizubringen, dass während der Abwesenheit ein Herz zerbrechen kann. Du hast alle Fragen richtig beantwortet und deine Kenntnis der vier Geschichten bewiesen. Du bist der Windbringer. Rin. Die Erzählerin möchte dich bald sehen. Wieso nicht jetzt? Wieso bald? Okay, doch jetzt. Na, oh. Es ist unglaublich. Sie wird hochgeschätzt und dann sitzt sie hier mutterseelenalleine in einer kalten Steinhöhle. Es ist ja unglaublich. Das ist die Erzählerin. Sie muss über 100 Jahre alt sein. Na, wenigstens hat sie ein bisschen Sonnenschein. Komm näher, Mensch. Ja. Ich bin ja schon da. Näher. Ich kann dein Gesicht nicht sehen. Noch näher. Ja, Gott. Komm, setz dich zu mir. Was? Wie nett. Also auf dem Boden natürlich. Da bist du also. Wie du siehst, sind meine Augen nicht mehr sehr scharf. Vor Jahren konnte ich auf 15 Baumlängen einen Marienkäfer auf einem Grashalm sehen. Und jetzt habe ich Schwierigkeiten, meine Mahlzeiten zu erkennen. Aber meine Ohren. Das Gleichgewicht sei gepriesen, die funktionieren noch. Ich habe dich draußen gehört, wie du die Geschichten gelernt hast, die meine Kinder erzählen. Du bist ein guter Zuhörer und lernst schnell. Es waren interessante Geschichten und dein Volk erzählt sie sehr gut. Das ist unsere Bestimmung. Die Alazier sind die Bewahrer der Geschichten und ich bin ihre Erzählerin. Die eine, die alle Geschichten kennen muss, die seit dem Tag, da wir in die Welt traten, erzählt worden sind. Wie schaffst du das? Wie erinnerst du dich an jede Geschichte, die dir je erzählt wurde? Das Geheimnis liegt darin, sie oft zu erzählen und sie mit deinen eigenen Worten zu erzählen, nicht mit den Worten deiner Vorfahren. Heißt das, die Geschichten verändern sich von Generation zu Generation? Ja, das müssen alle Geschichten. Veränderung ist wichtig, sonst verlieren die Geschichten ihre Bedeutung für uns. Es würden nur leere Worte bleiben. Und die sind uns nicht wichtig. Wichtig ist, was sie uns sagen. Mhm. Aber wenn man eine Geschichte doch verändert, dann verändert man doch auch den Inhalt. Also, die Aussage der alten Omi kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Seit wann erzählt euer... Ich bin hier, um Antworten. Seit wann erzählt euer Volk schon Geschichten? Von Anfang an, Mensch. Seit wir vor langer, langer Zeit auf diese Welt gekommen sind. Ihr kommt nicht von der Erde? Von Arcadia? Unseren Geschichten zufolge nicht. Wir kamen vor der Teilung mit einem großen Wind, als die Erde noch eins war und die Menschen noch nichts von Magie und Technik wussten.
Aber damals waren wir ein anderes Volk. Und die Geschichten, die aus dieser Zeit erzählt werden, sind ungenau und unvollständig. Wie allen Mythen und Legenden schenken die jungen Alazier diesen Geschichten wenig Beachtung. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass diese Geschichten mit mir verloren gehen. Und ich werde alt. Sehr alt. Ich bin hier, um Antworten auf ein paar wichtige Fragen zu finden. Frag. Und ich werde mich bemühen, dir alles zu beantworten. Hast du von einem antiken Gott oder Drachen gehört, der im Meer lebt? Vor langer Zeit, als mein Volk noch in Frieden mit den Meerum lebte, gab es Geschichten über einen alten Gott, den die Meerum verehrten. Und der in den dunkelsten Tiefen des Ozeans lebte. Der Legende zufolge brachte der alte Gott die Meerum in ihr Reich, den Ozean. Dort schläft er jetzt und ruht, bevor die Rückreise beginnt. Rückreise? Wohin? Zum großen Ozean zwischen den Sternen. Wenn die Zeit kommt, schart er die Meerum um sich und führt sie nach Hause. Zurück in ihre Welt, in ihren Ozean. Erstaunlicherweise haben wir eine ähnliche Geschichte. Es wird erzählt, dass uns ein großer Wind hierher brachte. Er soll eines Tages wiederkehren und uns an einen Ort führen, an dem wir ewig auf den warmen Lüften segeln können. Wie das Paradies. In gewisser Weise schon, aber ohne, dass einer von uns dazu sterben muss. Der große Wind wird uns einfach erfassen und fortbringen. Jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, erzähle ich mir diese Geschichte. Sie ist so tröstlich. Was weißt du über die Drakkin? Es gibt 4 Kin, sagen die Geschichten. 2 in dieser Welt, 2 in der anderen, der Spiegelwelt, den weißen und den blauen, den roten und den grünen. Weißt du, wo sie sind? Nein, das wird in den Geschichten nicht erwähnt. Die Kin sind schwer zu finden. Sie bleiben unter sich. Ich habe noch nie einen gesehen. Und ich bezweifle, dass je einer unseres Volkes einen gesehen hat. Es heißt, unsere Zukunft und Vergangenheit seien mit dem Schicksal der Kin eng verknüpft. Aber wie, weiß ich nicht. Das ist eine Geschichte, die erst noch erzählt werden muss. Weißt du etwas über das Reich des Hüters? Das ist eine Angelegenheit der Menschen. Darüber müsstest du doch mehr wissen als ich. Dein Volk ist als Bewahrer der Geschichten bekannt. Ihr erinnert euch an mehr, als die Menschheit je gewusst hat. Bitte erzähl mir, was du weißt. Das ist leider wenig. Im Reich des Hüters ist die Heimat des Hüters und des Turms. Niemand darf dorthin. Mit Ausnahme des vorigen, des derzeitigen und des künftigen Hüters. Und natürlich die Drakkin, die das Reich des Hüters erschaffen haben. Hast du je von der Existenz eines geheimen Eingangs in sein Reich gehört? Ja, ich habe davon gehört. Aber ich weiß nicht, wo er liegt. Ich glaube, einer der Kin könnte es dir vielleicht erzählen. Ich danke dir. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich freue mich, dass ich dir ein paar Antworten geben konnte. Ich bin der Windbringer. Das weiß ich wohl. Es ist merkwürdig, die Worte zu hören. Ich hatte nicht erwartet, dass es noch zu meinen Lebzeiten geschieht. Aber du bist da und stehst leibhaftig vor mir. Es tut mir leid, dass ich danach fragen muss, aber was soll der Windbringer eigentlich für euch tun? Ich habe nicht erwartet, dass du hereinmarschierst und alle Antworten weißt, Kind. Das Gleichgewicht hat dich sowohl gesegnet als auch verflucht. Und es hat dich hierher geschickt, um seinen Willen auszuführen. Es heißt, der Windbringer sei das erste Zeichen des großen Windes, der uns von hier forttragen wird.
Die Alazier haben ihre ursprüngliche Kraft schon lange verloren. Unsere Knochen sind schwach und unsere Schwingen zerbrechlich. Eigentlich müssten wir tagelang auf dem Wind segeln können. Aber wir laufen lieber auf unseren Beinen. Warum das so ist, wissen wir nicht. Tanjen! Kennst du den Grund dafür? Ich kann nur raten, aber es ergibt Sinn. Sprich weiter. Die Geschichten sagen auch, dass der Windbringer uns mit unserer Vergangenheit wieder vereinigen und einen uralten Streit beenden wird. Ich weiß. Ihr müsst mit den Meerum Frieden schließen und euch wieder vereinigen. Ihr habt gemeinsame Vorfahren. Das habe ich schon lange vermutet. Die Geschichten waren einander so ähnlich, die Zeichen klar. Aber mein Volk wird nur schwer begreifen, warum und wie das sein kann. Wenn ihr es nicht schafft, sterben die Alazier und die Meerum aus. Als der Krieg zwischen euren Völkern ausbrach und ihr gezwungen wart, euch in die Berge zurückzuziehen, zerbrach eine symbiotische Lebensgemeinschaft. Eine Substanz, Tanjen genannt, war reichlich vorhanden, wo Alazier und Meerum in direkter Nachbarschaft lebten. Es brachte beiden Völkern Fisch, Wärme und Licht. Aber jetzt, wo ihr hoch in den Bergen lebt, haben sich eure Lebensweise, Ernährung, Sitten und Bräuche verändert. Und das ist wahrscheinlich der Grund für eure spröden Knochen und zerbrechlichen Schwingen. Dann müssen wir mit dem Meerum Frieden schließen und das Gleichgewicht zwischen uns wiederherstellen. Es wird beide Völker kräftigen und uns auf die bevorstehende Reise vorbereiten. Wenn unsere Sitzung vorbei ist, werde ich zu meinem Volk sprechen und einen Alazier auswählen. Er soll sich an einem Ort deiner Wahl mit dem Meerum treffen, um dort die Gespräche zu beginnen. Ich glaube, du solltest jetzt zu deinem Volk sprechen. Ich werde die Meerum aufsuchen, um das Treffen vorzubereiten. Wo soll das Treffen stattfinden, Windbringer? Rin. Du möchtest, dass ich es entscheide? Na gut. Ich weiß. Schickt euren Unterhändler zu den alten Höhlen am Strand. Dort stehen die Überreste einer alten Alazier-Siedlung und einer Meerumstadt. Ich glaube, das ist der richtige Ort für ein Treffen beider Völker. Was meinst du? Ja, und könntest du sie bitten, ihre Hälfte des Steins mitzubringen? Des Steins? Hast du etwa die andere Hälfte? Wir bewahren ihn seit Jahrhunderten auf, denn wir wussten, dass der Windbringer ihn eines Tages brauchen wird. Das werde ich bestimmt. Wir müssen schnell handeln und die Vorbereitungen treffen. Es ist ein wichtiger Tag, den wir nicht vertun sollten. Geh und warte in den Höhlen auf meinen Unterhändler. Wir kommen voran. Sehr schön. Hoch mit dir. Der Popo abputzen und los. Erstaunlich. Hier ist es wunderschön. Und dieser Duft. Des Meeres, der Felsen und der Nester. Das ist der Duft der Heimat. Das war vor langer Zeit einmal unser Zuhause. Hier lebten wir in Frieden mit den Nassschwänzen, mit den Meerum. Jetzt könnt ihr wieder in Frieden miteinander leben. Und dank dem Tanjen werdet ihr auch genug Fische für alle fangen und eure Knochen kräftigen. Vielleicht könnt ihr bald wieder tagelang durch die Luft gleiten, wie früher. Ich hoffe, du hast recht, Windbringer. Und ich hoffe, dass auch die Nass, die Meerum, es einsehen. Sie kommen doch hierher, oder? Sie haben es versprochen. Still, ich höre etwas. Oh. Wir sind hier, Wasserzähmer, wie wir es versprochen haben. Gut. Jetzt müsst ihr als Abgesandte eurer Völker, ihr die Königin der Meerumstadt und du, Wache der Erzählerin der Alazier, die Prophezeiung erfüllen und die beiden Steinhälften wieder zusammenfügen. Wir hoffen, dass sich unsere Völker wieder vereinigen können, Alazier, und dass wir in Frieden leben und aufblühen können.
Wir auch, Merum. Wir geloben, alles zu tun, damit es so geschieht. Der Stein ist wieder zusammengefügt, Windbringer. Und die Alatier und die Merum werden wieder als ein Volk leben. Du darfst den Stein mitnehmen. Ich danke euch beiden. Komm mit, April. Wir führen dich zu unserem schlafenden Gott. Möge seine Weisheit dich leiten und auf den richtigen Weg führen. Ja, schön. So. Ja, eine hervorragende Stelle, um Schluss zu machen. Wir sind kurz davor, mit dem großen Gott zu sprechen. Und ja, was er uns zu sagen hat und was wir dabei erfahren werden, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann. NRW bei 18. Adieu.